kurz im Auto, ich muss jetzt kurz stehen bleiben. Ich habe 20 Sprachnachrichten und einen sehr wütenden Anruf der Dame aus Spanien bekommen. Ich mache sie da schlecht auf Facebook. Sag, erstens habe ich dich nie erwähnt, weder die noch dein Verein. Sag, und zweitens habe ich dezidiert gesagt, sie ist schwer krank. Jeder geht mit der Situation anders um. Sie kann nichts dafür. Ich möchte keine, nicht, dass jemand schlecht über sie redet. Also, ich war korrekt, denke ich. Sie meint, sie kriegt nur Geld von mir. Sag ich, Schatzl, du hast fast 3000 Euro kassiert für 3 Pferde, die ich nie gesehen habe. Sag ich, wenn ich mich aufreg, war das verständlich? Nein, weil die monatlichen Kosten, sag ich, du hast die 4 Monate nicht gemeldet. Ich meine, schlimm, dass sie da im Spital war und alles, aber was kann ich dafür, dass ich so, das geht nicht. Also, ja, die, sag ich, aus dem, du hast die Pferd, du kannst es ja nochmal verkaufen. Sag ich, ich hab dir praktisch 3 Pferd gekauft und du kannst es nochmal verkaufen. Man, schöner kann es ja eigentlich nicht gehen. Ja, aber das Geld, das ich da investiert habe in den Monaten, das kriege ich ja nicht mehr rein. Sag ich, ja, Schatzl, das nennt sich Tierschutz. Ja, wenn ich das Geld, das die Pferde kosten, wieder hereinkriege und einen Gewinn mache, dann bin ich ein Händler und kein Tierschützer. Und dann hat sie gemeint, sie wird mich jetzt auf Facebook schlecht machen und wird die Leute, bitte Leute, wer immer glaubt, mich schlecht machen zu müssen, tobt euch aus. Was andere von mir denken, darauf habe ich keinen Einfluss. Ich muss mir in den Spiegel schauen können und sagen können, du bist grad. Und nochmal, ich renne jemand nicht 8 Monate nach, sie riert sie, jetzt hat sie sie geriert, weil sie das Video gesehen hat, das ist ja öffentlich und ich habe sie ja nicht blockiert, dass ich ein anderes Pferd nehme. Die letzten 2 Monate hat sie sie wieder nicht geriert und gesagt, du, das, die Papiere sind da. Ja, das ist normal, dass da die Papiere länger dauern können. Sage ich, 8 Monate? Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, 8 Monate fast? Ich meine, ist auch okay, nur das dauert mir jetzt lang und wie gesagt, die monatlichen Kosten, die da anlaufen, die stemme ich einfach nicht, das geht einfach nicht. Nur einmal, ich bin ein Tierschützer. Das, man muss sich nochmal vorstellen, ihr wisst, was ich, die Ausbildung und das, die von den 3 Pferdemädels, was das alles gekostet hat. Und ich habe die Elfi, und das kann man nachlesen, da kann jeder den Vertrag sehen, ich habe die Elfi an einen super Platz um 3000 Euro verkauft. Ja? Ich habe wirklich nur einen Minimalbetrag genommen, weil ist mir klar, dass das Geld, was ich investiere in die Tiere, auch in den Friedel, wenn der einen guten Platz findet, das ist mir klar, dass ich das nicht sehe. Für das lebe ich ja, für das arbeite ich ja. Das ist ja das, was ich gerne mache. Und so sehe ich das und jeder, der das nicht so sieht, ja, sieht es halt anders. Ich kann damit leben, ich wollte euch nur auf dem Laufenden halten.